Das ist eigentlich so eine ganz normale Geschichte aus dem Leben. Seinen Lebensträumen zu folgen. Ein Ding zu suchen, was man machen möchte. Auf sein Herz zu hören. Ja, seinen Weg zu finden. Ihr werdet eine Geschichte sehen, die euch bestimmt bekannt vorkommt. Weil sich da, glaube ich, jeder so mit identifizieren kann. Man bereut immer nur die Dinge, die man nicht getan hat.